gnädigster Herr! Zwei Karossen sind angefahren mit vornehmen Herren! Ah, ich fange wieder an zu leben! Victoria! Ihr seid gerettet! Der Chief Justice mit den Advokaten! Aber so in diesem Morgenfloss dürft ihr nicht seiner Lordschaft entgegen! Fort, fort, den Galarok an und die Orden! Sie müssen sehen, mit wem sie hier zu schaffen haben! Ja, gleich komme ich. Entschuldigt mich bei den hohen Herren. In 2 Minuten bin ich respektvoll zur Stelle. Im Namen seiner Majestät, im Namen des Parlaments sind die Appellanten zur Stelle sehr morosus und lady morosus. Schaut einen Boss für später von Nutzi, wir sind unter uns. Tapfer am Winter wie wacker du Teufel kannst. Oh, Hemini, ich hab selber Angst gekriegt. So hat sie den Armen gepfeffert, gesalzen, gesotten und getrüffelt. Er kocht schon, er siedet im eigenen Fett. In einem Stündchen ist der Braten gar und wir können atmen holen. Nur noch dieses letzte Späßchen und dann ist er auskuriert. Munter also und vergnüglich, bis er selber munter wird. Ach, ich schwitze, ich ersticke, der Talar macht mich ganz schlapp. Fort das Amtszeug, die Perücke und ein wenig Luft geschnappt. Nein, man kann nicht richtig lachen, wenn man so in Hürden steckt. Auf den Mantel los die Krause und die Beine grad gestreckt. Ach, ein Tänzchen, oh Kaninter, das befliegelt Witz und Blut. Hat man sich nicht umgeschüttet, schmeckt ein bisschen Wuppet gut. Hürde, Hürde, meine Herren, des Gerichts wird ihn so uns überraschen, wird die ganze Welt verlassen. Nur noch dieses letzte Späßchen und dann geht man immer.